Mein Name ist Michelle Darnell und ich bin die reichste Frau Amerikas. Wie reich ich bin? Ich wollte auf einem goldenen Phönix herunterschweben und scheiße, genau das habe ich getan. Ich leite Ihren ganzen Laden und ich bin alleinerziehende Mutter. Ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Sie haben ein Kind? Ja. Etwa durch Geschlechtsverkehr? Ja. Ich spüre für gewöhnlich eher asexuelle Schwingungen. Ich habe sie mir noch nie mit Genitalien vorgestellt. Ich verhafte Sie wegen Insiderhandels. Michelle, wehren Sie sich nicht! Ich verdammter Hurensohn! Sie sind pleite. Ihre Konten wurden alle eingefroren. Claire, besorg mir einen neuen Anwalt. Sie haben kein Geld mehr, Sie dämlicher Rotschopf! Mom, wenn sie sonst nirgendwo hin kann, dann sollte sie hier bleiben. Ha, sieh mal einer an. Ein Bett in einem Sofa. Vorsicht, das ist etwas temperamentvoll. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe mir das Becken gebrochen. Michelle, Sie müssen von der Couch runter. Bringen Sie Rachel zum Löwenzahntreffen. Unsere Gruppe hat 189.000 Dollar gesammelt. Ach du Scheiße. Ich bin dagegen, dass Menschen auf Bewährung unsere Treffen besuchen. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, schiebe ich dir eine Schachtel Schokomüsli in deinen festen, engen Arsch. Was ist das alles? Das ist mein Neuanfang. Ich gründe ein Brownie-Imperium und bringe Mädchen bei, wie man nach oben kommt. Wir brauchen ein paar fähige Rekruten. Konzentrier dich auf die aggressiven Mädels. Irgendwie zittere ich. Das ist nur die Wirkung des Kaffees. Oh, weißt du was? Oh, ich habe sie wohl verwechselt. In meinen hatte ich einen Spritzer Bourbon getan. Okay, Crystal, was sagen wir, wenn jemand nichts kaufen will? Ich kauf meine Brownies oder ich töte dich. Nein, sag das nicht, Crystal. Oh, sag das, das ist perfekt. Hey, das ist Löwenzahn-Territorium, Bitch! Den Löwen haben wir die Zähne gezogen. Der Pullover schreit ja förmlich. Ich gebe auf. Das ist wirklich sehr ermutigend, so kurz vor meinem Date. Hör auf! Wenn du hören könntest, was diese zwei traurigen Bässetunde sagen. Claire, drapier uns über deine... Nein, so klingen meine Brüste nicht. Bitte steck uns nicht wieder in deine Jeans. Zeig mal her. Claire, das ist ja wie beim Puppentheater.